Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Ja, heute sind zwei Sachen eingetroffen, wo ich mich schon drüber gefreut habe, dass ich endlich materiell ja was Gutes habe und wieder ein Stück weiterkomme. Das bedeutet natürlich einmal, wie man sieht, eine Pumpe von KS Tolz. Das heißt, diese Pumpe fasst 1 Liter Inhalt und ist ja sozusagen säurebeständig. Auf jeden Fall kann ich hier jetzt meinen Kaltreiniger einfüllen und brauche keine Angst haben, dass da von der Pumpe oder irgendwas so schnell kaputt geht. Weil ihr habt ja in dem einen Video mitbekommen, da habe ich eine ganz normale Pumpe genommen. Die habe ich zwar wieder repariert, aber ich möchte was haben, was auf Dauer auch hält und eventuell auch besser sprüht oder ein besserer Strahl rauskommt. Ich hoffe es zumindest. Auf jeden Fall möchte ich diese Pumpe nutzen. Da würde ich einfach sagen, wir machen das Paket doch mal auf und gucken doch mal hier rein. Das ist relativ schlicht geschlossen. Hier gucken wir einmal in der Mitte durch und öffnen das Ganze natürlich auch nochmal. Hier scheint die Rechnung zu sein. Ja, das ist die Rechnung. Also das Ganze hat 14,99 Euro gekostet. Ja, und ich möchte sagen, das sollte es wert sein. Wir schauen mal rein und nehmen mal die Pumpe hier raus. Ja, das sieht doch schon ein bisschen professionell aus. Zumindest, ja, Stabilität gut. Das funktioniert auch. Ich gebe mal ein bisschen Druck drauf. Oh ja, die Pumpe ist auch stärker. Das merkt man, ist mehr Widerstand. Das hört sich zumindest schon mal gut an. Ob sie aber auch so verstreut, wie ich das gern hätte, wäre es natürlich schön. Wir lassen mal die Luft hier raus und öffnen das Ganze mal. Ich möchte mal sehen, wie die Pumpe von innen aussieht. Viel zu sehen gibt es natürlich nicht, aber hier ist alles, ja, der ist schön, sehr lang der Schlauch sogar. Hier ist meine Pumpe, ja, das sollte doch ausreichend sein. Hierdurch wird alles angesogen und hier wird eben der Druck draufgebracht. Das heißt, einmal reintun und der Schlauch ist so lang, dass man wahrscheinlich bis zum letzten Tropfen rankommt. Das ist ja schon mal viel wert. Das ist die Pumpe. Oben kommt natürlich wieder in einer Ecke Werbung rein. Sicher ist sicher, weil das ist ja eine Vorstellung gerade. Gut, dann haben wir das. Dann machen wir mal den nächsten Karton auf. Das brauche ich auch sehr oft. Das ist mir jetzt so gut wie ausgegangen. Öffnen den Karton, weil das brauche ich auch sehr, sehr häufig. Ist auch, ja, zumindest ein Packzettel bei. Das ist immer gut. Haben hier sogar noch ein Karton drin. Hier sind Inhalt. 6x 600 Milliliter Inhalt drin. Der eine oder andere kann sich das wahrscheinlich schon denken, was bei mir ja gut drauf geht und was ich wirklich sehr oft benötige. So, das stelle ich hier mal auf die Seite. Das benötige ich ja nun wirklich sehr, sehr häufig und deshalb
arbeite ja nicht nur mit Kaltreiniger und Benzin. Ich glaube, jetzt weiß jeder Bescheid, was das sein könnte. Und wir öffnen das Ganze mal und haben 6x Bremsenreiniger. Inhalt 600 ml, das gleich 6x. Reicht erstmal wieder für eine gute Zeit aus. Freue ich mich, brauche ich immer. Es ist nun mal so. Auch weil ich ja nun meine eigenen Roller nach und nach auch wieder ein bisschen nacharbeite, aufarbeite. Was ich mit denen natürlich machen muss, ist, ich muss meine Roller endlich mal wieder putzen. Ich habe sie schon ewig lang nicht mehr geputzt. Also es ist alles so in den Hintergrund geraten. Und da muss ich jetzt irgendwann einen Schlussstrich ziehen und sagen, jetzt müssen meine Roller auf jeden Fall mal schön sauber gemacht werden. Wie man schön sehen kann, ist hier das Teil, und zwar wo alles verklebt war und abgerissen war. Hier, das Zeug muss auf jeden Fall runter, dass ich die Verkleidung dann auch hier mit meinem 2-Komponenten-Kleber auch sauber verkleben kann. Das ist jetzt speziell für Kunststoff und ich lege jetzt alle Hoffnung da rein, dass das funktioniert, weil ich habe oder ich arbeite jetzt das erste Mal mit diesem 2-Komponenten-Kleber und möchte dadurch natürlich auch meine Erfahrungen sammeln. Hier diese Kartusche bekommt diese Düse drauf und ja, dann heißt es ausprobieren und überraschen lassen. Jetzt möchte ich das hier aber erstmal richtig gerade ziehen und dass ich mit der Feile leichte Schleifspuren reinbekomme, dass das dann auch den Halt entwickeln kann. Und das mache ich auf dem Gegenpart genauso, das heißt an der großen Verkleidung. Jetzt heißt es erstmal hier rübergehen und versuchen, eine Ebene wieder hinzubekommen. Dass das dann auch richtig schön ineinander greifen kann, sagen wir mal so, oder aneinander greifen. Auf jeden Fall sollte das hier von allen anderen Sachen befreit sein. Das würde jetzt heißen, das sieht schon mal recht gut aus. Da kann ich noch ein bisschen nacharbeiten. Und wir gehen jetzt aber erstmal zur anderen Verkleidung rüber, also zu der Hauptverkleidung, und gucken da mal, inwiefern wir da auch einen geraden und sauren Übergang bekommen. Hier habe ich auch schon alles entfernt soweit. Jetzt halte ich meine Verkleidung fest und schleife hier einmal sauber rüber und versuche, wie gesagt, das auch etwas zu ebnen, dass das auch gerade wird. Das sieht schon mal ganz gut aus. Kann vielleicht noch das ein oder andere noch dran gemacht werden. Ich nehme jetzt hier mein Gegenstück und setze es mal auf, um zu sehen, ja, das sieht schon sehr gut aus, möchte ich sagen. Eine kleine Wulst eventuell drin, ich gucke noch mal. Ja, das sieht schon recht gut aus. Irgendwo ist noch eine kleine Wulst drin, und zwar hier vorne. Die Wulst nehme ich da noch ein bisschen raus, halte es nochmal an. Ja, das würde schon gut aussehen.
Ich könnte es nach hinten sogar noch ein bisschen abstehen. Das mache ich ganz einfach so. Ich ziehe jetzt nur noch nach hinten. Und gucke jetzt noch mal. Ja, das sollte schon ganz gut aussehen. Gucke hier noch mal drauf. Ja, ich schleife hier noch mal zumindest in dieser Ecke, in diesem Bereich ein bisschen nach. Und dann sollte das schon ganz gut aussehen. Wische das natürlich auch noch mit Bremsenreiniger alles ab und wie gesagt, gehe nochmal die eine oder andere Stelle hier mit dem Cuttermesser sauber lang und dann setzen wir es einfach mal an. Jetzt habe ich hier mein Cuttermesser und gehe nochmal an diesen Rand hier dran lang, dass ich alles, was übersteht, hier etwas wegkommt und auch wieder recht ordentlich aussieht. Gucke das noch mal durch. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Hier könnte ich noch mal so ein bisschen rüber. So kann ich mir auf jeden Fall gewiss sein, dass hier das dann auch passt. Das kann ich zur Seite legen und gehe jetzt mit meinem Cuttermesser hier noch mal an der Seite lang, weil hier ist war auch noch ein bisschen alter Kleber dran oder altes Silikon. Das soll natürlich hier ordentlich aussehen. Deshalb gehe ich auch hier diese Kante nochmal leicht nach. Und somit habe ich, ja, ich denke mal, jetzt eine Ebene. Ja, ich habe eine gute Ebene, wo ich das jetzt verkleben kann. Wie gesagt, ich lasse mich selbst überraschen, wie das dann auch gleich wird. Jetzt putzen. Jetzt heißt es, hier muss dieses Teil erstmal ab. Da muss ich selbst erstmal gucken, wie das hier denn funktionieren soll. Normalerweise sieht das aus wie drauf geschoben. Hier ist aber auch keine Anleitung bei, wie man diesen Deckel am besten abbekommt. Deshalb gucke ich gerade noch mal. Ich würde sagen, ich nehme einfach meine Rohrzange zur Hand. Greife mir das Teil hier. Ah, okay. Gut, jetzt weiß ich wohl ungefähr Bescheid. Ziehe das hier ab. Setze das Teil auf und drehe es in die Position. So ist das Teil jetzt auch drauf. Ja, das sind eben so Sachen, wo ich natürlich auch selbst immer noch mal gucken muss, da man sich ja damit erstmal vertraut machen muss. Jetzt drücke ich hier meine Komponenten durch. Ja, das vermischt sich jetzt. So. Oh ja, und natürlich läuft es dann auch schon ein bisschen zurückziehen. Läuft es natürlich hier schon auf mein Papier drauf, aber das ist das Gute, wenn man das dann ausprobiert. Man möchte es ja recht ordentlich machen, dass das nicht aussieht wie das letzte. So, hier habe ich mein Teil. Würde jetzt gerne das hier mal abstellen. Ja, das sieht gut aus. Weil nicht, dass hier noch mehr rausläuft. Das ist jetzt der erste Druck gewesen. Aber auch damit muss man leben. Wir gehen jetzt damit mal rüber. Wie gesagt, auch ich muss damit lernen, erstmal umzugehen. Nehme es jetzt, setze es jetzt hier so drauf und halte es ab jetzt fest. Das soll normal recht schnell
anziehen? Wir werden es gleich sehen. Dann heißt es da, das Teil wieder abmachen von der Spritze und den Deckel aufsetzen, dass ich das dann auch immer wieder weiter nutzen kann. Also es braucht hier eine kleine Zeit, dass das sich auch zusammenzieht. Also das setze es jetzt hier mal kurz an. Lass es mal kurz so liegen. Das Doofe ist eben, dass keine Gebrauchsanleitung dabei ist. Das finde ich ein bisschen traurig. Ja, so sieht es auf jeden Fall schon gut aus. Ich lasse das mal ziehen und mache erst mal meine Spritze aus. So, Spritze geschlossen. Nicht ausgemacht, sondern geschlossen. Aber jetzt gucken wir mal, also das braucht sehr, sehr lange, bis sich das verhärtet. Wir warten noch einen Augenblick und dann kommt noch mal Druck drauf. Ich muss mal gucken, ob ich da auf der Seite von denen was finde. Hätte ich vielleicht schon vorher machen sollen, um zu sehen, wie lange ist die Wirkung, bis es sich dann festigt. Gemischt, also vermischt war es ja, das war gut vermischt sogar, dann sollte es jetzt auch demnächst auch trocknen. Wir warten jetzt mal ab. Irgendwas muss ja passieren. Spritze ist zugemacht, das heißt, hier dürfte nichts mehr dran passieren. Jetzt habe ich gerade eben mal hier die Spitze, das ist klar, die kann ich wegwerfen. Da muss ich immer eine neue wieder nehmen, meinen Aufsatz. Und ich merke, aber hier ist der Kleber, hier, und der wird steinhart. Und das Teil hier wird richtig warm. Also, das heißt, wir gucken jetzt mal nach drüben. Hier sieht es jetzt ganz danach aus, als festigt sich das. Ne, es ist ja Druck ein bisschen drauf gekommen, also es liegt hier auch richtig schön auf. Wäre natürlich schön, wenn das jetzt auch noch so funktioniert, dass sich das nicht mehr abvibriert, ja, dass es sich löst. Das wäre natürlich ideal. Dann würde das Ganze nachher hier so hochkommen. Und schon hätten wir auf jeden Fall das Teil fest. Und ich hoffe auf Dauer und immer. Das wird sich dann rausstellen. Da fahren Quads mit richtig gut Sound. Aber es geht ja hier drum, um den Halter. Der Halter sitzt. Also der ist richtig schön fest geworden. Wie gesagt, jetzt müssen wir natürlich mal abwarten, ob das dann auch auf Dauer so hält. Wäre ja richtig schön. Dann wüsste ich, dass ich diesen Komponentenkleber, das 2K-Kleber schimpft sich das, auch nochmal kaufen kann. Muss man sehen, was jetzt draus wird. Ich baue es dann gleich fest. Und dann dürfte ja die Verkleidung noch nicht dran, schade eigentlich, weil ich muss ja noch an den Auspuff dran, weil hier muss ja noch eine neue Auspuffdichtung rein, also zwischen Krümmer und Auspuff direkt, und da muss ich jetzt natürlich noch drauf warten. Also der Kleber ist bombenfest geworden. Jetzt gucke ich mal, bekomme ich denn hier noch meine Schraube so rein, dass das auch alles schön zusammenhält. Ja, das sieht gut aus. Etwas musste ich hier abschleifen, dass ich das gerade schön sauber dann auch so damit hinbekomme. Ich ziehe jetzt mal die Schraube an und siehe da, bis jetzt sieht es gut aus.
Das lassen wir jetzt erstmal so und beobachten das mal, ob das auch wirklich so bleibt. Das ist ja hier diese günstige Pumpe, wo normalerweise keine Säure rein sollte. Ich lasse jetzt hier mal die Luft raus. Jawohl. Und schraube das Ganze mal ab, weil ich möchte das gerne ja umgießen in die andere, in die säurebeständige. So, das würde heißen, aber der Dichtring hier, den ich gekürzt habe und wieder reingesetzt habe, hält bis jetzt noch. Aber ich möchte dieser Pumpe das nicht antun. Deshalb lösen wir hier mal die Verschraubung und schütten den Rest mal um. Hier ist alles sauber drin. Ja. Also, es würde bedeuten, jetzt kommt mein Kaltreiniger hier rein. In der Hoffnung, dass die Flasche standhält, aber das sollte sie. Ich habe extra geguckt, dass sie auch dafür beständig ist. So, das würde heißen, die kann ausdunsen und hier kommt meine neue Spritze und fertig. Pumpen tue ich noch nicht. Solange ich sie noch nicht einsetzen muss, lasse ich sie erstmal so, wie sie ist und nutze sie dann natürlich mit euch zusammen. Das ist wieder ein abgeschlossenes Video. Ich selbst konnte was mit dem Kleber lernen. Von daher bin ich mal, wie gesagt, gespannt. Auf jeden Fall, die Flaschen habe ich auch umgegossen. Da lasse ich mich auch überraschen. Die andere Flasche kann ich ja, wenn das ausgedunsen ist, mit Wasser füllen und falls ich mal so am Roller irgendwas spülen muss mit Wasser, mache ich da ein bisschen Druck drauf und spüle da auch vielleicht mal mit. Wird sich zeigen. Auf jeden Fall, wie gesagt, das ist jetzt für heute eine abgeschlossene Sache. Ich mache jetzt recht runde Sachen, sage ich mal. Einmal mit dem Kleben, dann kommt noch der Auspuff dran. Und die Griffe. Mal gucken, wie schnell das jetzt eintrifft. Ansonsten ziehe ich das jetzt natürlich, diese beiden Sachen, Griffe und Auspuff, in eins durch. Und wenn alles gut geht, die Halterung noch. Und dann wäre der Roller fertig. Wir warten mal ab. Gut, in dem Sinne war es das für heute. Viel Spaß bei diesem Video. Heute mache ich komplett Werbung drüber. Einfach nur aus Sicherheitsgründen. Gut, also bis dann, euer Scooter Schrauber.